denke, dass wir in der ersten Halbzeit ein sehr gutes Spiel gemacht haben. Wir haben, glaube ich, vier richtig, richtig gute Chancen gehabt. Eigentlich 100%, die haben wir nicht gemacht. Und dass St. Pauli beim Heimspiel auch seine Chancen bekommen wird, das ist normal und auch klar. Sie haben dann gleich die erste genutzt und wir sind dann nicht mehr in der zweiten Halbzeit nicht mehr so zurückgekommen, wie wir das in der ersten Halbzeit gemacht haben. Umso ärgerlicher, wenn man sieht, was auf dem anderen Platz passiert ist, dann wären es 6 Punkte gewesen und dann, glaube ich, wäre es nochmal interessant geworden. So, glaube ich, sind unsere Chancen auf den Relegationsplatz damit beendet. Wir haben gut angefangen. Wir haben 3, 4 klare Chancen gehabt. Ich glaube, wenn wir davon 1 bis 2 machen, dann sieht das Spiel ganz anders aus. Extrem ärgerlich, weil wir hier in der ersten Halbzeit wirklich ein super Auswärtsspiel gemacht haben. Wir müssen zur Halbzeit sicherlich 3-1 führen. St. Pauli hatte eine Torchance gehabt. In der zweiten Halbzeit hat sich dann Pauli durch Konter beim Auswärtsspiel mehr Chancen rausgespielt und dadurch auch verdient das Spiel gewonnen. Ja, gerade in der ersten Halbzeit habe ich 3, 4 Dinger liegen lassen, die ich normalerweise mache. Deswegen muss ich mir gerade in der ersten Halbzeit ankreiden lassen, da der Mannschaft nicht geholfen zu haben. Das tut mir natürlich sehr leid. Ja, deswegen ist heute ein schmerzhaftes Spiel. Ja, wir probieren natürlich immer das Spiel zu machen, auch auswärts. Das spielt St. Pauli sicherlich in die Karten. Wir wissen, dass das genau ihr Spiel ist. Deswegen haben sie sich auch in den Heimspielen davor schwer getan. Wir haben es probiert, gut zu spielen. In der ersten Halbzeit hat das hervorragend geklappt, in der zweiten nicht mehr. Das lag dann an uns, dass wir nicht mehr so mutig nach vorne waren, vielleicht auch nicht mehr ganz so genau im Mittelfeld viele Räume hatten für die Konter. Und deswegen haben wir da keinen Zugriff mehr gehabt. Wir haben es ein bisschen besser gemacht, haben uns die Räume gut zugestellt. Und wir hätten einfach das Tempo ein bisschen höher halten sollen, mehr öfters die Seiten verlagern und einfach ein bisschen vertikaler spielen. Und dann, glaube ich, hätten wir auch unsere Torchance wieder bekommen. Das frühe Gegentor hat natürlich Pauli in die Karten gespielt, weil sie dann mehr Räume bekommen haben. Ja, und das haben sie dann eiskalt genutzt. Ja, ich habe ihn nur zusammensacken sehen. Ist natürlich schlimmer und schmerzlicher als die Niederlage, wenn sowas passiert. Es sieht nicht so gut aus. Ich habe jetzt noch keine genaue Diagnose, aber wir drücken die Daumen, dass es vielleicht nicht ganz so schlimm ist.